So, wir sind wieder auf Sendung und ich switche jetzt wieder zu den Leuten, die hier mitspielen. Und Channel was switch. ist? Wir sind wieder live auf Stream. Gut, Ja, wie geht's euch? bin ich Seid ihr geimpft. motiviert, ja? Ja. Ja, wieder neue Noch geht's. frische Tasse Gut. Kaffee. Das heißt, ihr habt alle euer erstes Spiel bestritten. Wir machen es nicht so spannend, also ich würde es nur mal kurz durchgehen. Agape gegen Metzger Chandra 2-1, Henry 14 kg, McLive 2-1. Immer der erste, was gewinnt, war richtig, oder nicht? Also da war ja Metzger Chandra wins, gell? Mit 2-1, Blödsinn. Ja. Genau. Dann haben wir Quest wins 2-0, oder? Rückenarzt wins 2-0. Jo. Gut, und Das ist korrekt. Makun droppt nach dieser Runde. So, jetzt ist so Runde 2, 3 und 4. Gibt es immer ein Freilos, ja? Der hat dann halt leider ein bisschen länger Pause. Geht leider nicht anders, ja? Bereit, weil ich sage jetzt gleich die Pairings Runde 2. Auf geht's. Auf geht's. So, Runde 2 ist drinnen und zwar Magic of Chandra gegen Quest. Das ist dann Table 1. Table 2 Ja. haben wir Rückenarzt gegen MacLife. Optisch. Okay. User left your channel. User left your channel. Genau. Magic Chandra gegen Quest. Genau, dann haben wir User left your Rückenarzt gegen channel. MacLife, dann haben wir Henry User 14k was moved hat out of your quasi das channel. Freilos. Ja? Und Agrep gegen der Werkself spielt dann auf Table 3. User left your channel. User left your channel. Ja, du hast das Glück Ja, jetzt. leider hast du. Das ist Black Panther, glaube ich, gell? Der Black Panther von uns beim Channel. Genau. Ja, genau. Ja, dann werden wir schauen, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Wir kommentieren das jetzt gemeinsam. Wie gesagt, wir sind da eh schon wieder live. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu anstrengend im Hintergrund, sonst könnt ihr es ja schreiben für die Zuschauer. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach, diesmal tue ich gleich die Standings raus, schauen uns gleich mal irgendein Table an. Und zwar werden wir MacLife habe ich mir nicht so angeschaut, Rückenarzt, welchen habe ich mir jetzt nicht so angeschaut. Da war ich. Agrep gegen der Werkself. Schauen wir uns die beiden einmal an, oder? Ja. Agrep gegen der Werkself. Gut. Gucken wir mal. Ich habe ja nicht viel mitgekriegt in der ersten Runde, also da bin ich gespannt. Ja, So. verzähl mal, was war eigentlich so in der ersten Runde? Warte ganz kurz, ich muss nur, irgendwie habe ich da einen Tempel des Sichtums in meinem Bildchen drin. Ich mache das nur mehr auf Minimieren. Man sieht zwar dann ein bisschen was anderes ganz kurz, aber das stört mich nicht. Irgendwie geht der Tempel nicht weg. Dann disconnecte kurz und connecte nochmal. Ja, Ich habe jetzt nämlich ist im ein. Moment an die. Es ist eh gerade am Anfang, ist sehr relativ nicht Ja. so spannend, sage ich jetzt einmal. Ich habe hier nur ein Problem gehabt und zwar, dass eben der Tempel eben da, wie ihr es gesehen habt, direkt auf meinem Bildschirm drinnen ist und das stört. Da kann ich das Match nicht anschauen. Das war nämlich relativ groß. Gut, aber ich connecte mir einfach wieder. Da ich nicht wirklich teilnehme am Turnier, stört mir das jetzt gar nicht. So, und wir haben jetzt gesagt, Agrep gegen der Werkself mal. Schauen wir uns einmal ein bisschen rein Genau. über die. Ja, die erste Runde Ja, war. momentan sind halt nur Land. Genau. Wir watchen beide. Genau, wir spielen da wieder gegen Absan Agro, wie das ausschaut. Und der Werkself, glaube ich, hat der ein Mono Grün gehabt.
Ja, schaut momentan ziemlich das momentan vom Ah, der Spielstil hat die her gleich, was du Temur-Combo von gehabt, hinten genau. hast. Die Temur-Combo hat er gehabt, ja. Ja, okay, da weißt du mehr Bescheid als wie momentan. Ist klar. Du hast ja gegen du hast ja Rücken gegen heißt. Rückenarzt gespielt, gell? Genau, so ist's. Und Mhm. er hat ja den Fehler zum Schluss begangen, das war so das letzte Final, was ich natürlich angeschaut habe, ja. Wo er den Tarsico, glaube ich, das zweite Mal ausgespielt hat, sonst hätte er die Runde schon gewinnen Ja, können. genau, und hat die falsche legendäre Kreatur rausgespielt. Also ausgewählt eigentlich. Ja, genau so ist es, ja. Weil im Prinzip hätte er das Match da in der Runde schon an sich reißen können. Weil du ja nicht genügend Block oben gehabt hast. Aber er hat damit eigentlich sie richtig in Bedrängnis gebracht, denn du hättest eigentlich nur einen Lightning Bolt ziehen müssen. Lightning Strike ziehen müssen, ja. Ja, genau. Oder Aber halt. Akrep und Rückenarzt kommt mir vor, spielen dieselben Tags. Es ist. Also bis jetzt momentan noch. Genau, es ist so, das spielt auch einer Fenster beide. Und den Fleeceman Lion, glaube ich, hast du nicht als Gegner gehabt, oder? Habe ich, doch, doch, Ah, hast du doch, ja war auch gehabt, okay. mit in der Entdeck dabei mit Dasigur und ja, ich glaube, dass das ziemlich die ähnlichen Decks sind, vielleicht mit ein bisschen Abweichung. Aber gucken wir mal, was Aber der Werkself macht noch. interessant ist, es spielt keiner zum Glück ein reines Control Deck. Es dürfte jeder ein bisschen auf Interaktion denken, damit das Ganze nicht so langweilig wird. Also finde ich absolut genial. Von dem Ja, her. klar. So. Ja, wir haben Momentan da tut jetzt sie schon halt da. ein starkes Board eigentlich schon auf Seiten von Akrep. Der was jetzt sicherlich erst einmal Druck aufbaut. Und zwar jetzt gleich einmal mit 7 Damage, beziehungsweise kriegt er jetzt einen Countdown drauf, 8 Buchstabe. Damage im Endeffekt. So ist es. Es tut schon ordentlich weh. Mittlerweile. Oh, er tut Also, wenn irgendwas. jetzt. Was macht er? Was macht er? Aha, spontaner Blocker. Gute Idee. Okay. Ich denke, dass ein Nimmt er Fleeceman ja Lion keine blockt. Kreatur weg. Oh, scheiße. Naja, okay. Das tut natürlich dann massiv weh. Das tut weh. Aber super Reaktion. Ja, super Play. Wäre natürlich im Sinne gewesen, mit dem Bunsen-Tür meiner Meinung nach den Fleeceman Lion zu blocken, weil er ja sonst unzerstörbar wird nächste Runde. Wenn er im Prinzip 4 Mana ausgibt. Und das hätte er locker machen können. Also nee, ein Mana hätte ihm noch gefehlt, aber vielleicht hätte er es ja auf der Hand Ja. gehabt. So ist es aber trotzdem allein der. Den muss man fast blocken, weil wenn der mal unzerstörbar ist, wird's verdammt schwierig. Akrep entschuldigt sich für sein Beileid. Sehr nett. Ja. Ich So hoffe, auf ist Stream nicht sieht man anders alles gegangen super. vorher. Ja, schaut nicht schlecht aus. Momentan. Chattechnisch verfolgst du eh alles, oder? Ich check das alles, das ist überhaupt kein Problem, ja. Wir haben eine Frage gehabt, warum X-Match und nicht Cockatrice. Ich habe es beantwortet. Es ist einfach von der Spielmechanik her automatisiert. Wir haben bei X-Match die Probleme nicht, dass gecheatet werden kann. Man muss nicht mit Hashtags umher arbeiten. Man hat automatische Überwachung Genau. im Programm. Und ich muss sagen, mir gefällt es ja irrsinnig mehr. Es ist grafisch wesentlich besser und man sieht einfach, was passiert und man kann das eher besser verfolgen, wie jetzt bei Cockatrice. Da muss man die Pfeile selber zeichnen und, ja. Ja, das ist Ja, so meine. gerade für Anfänger ist Cockatrice vielleicht ein bisschen zu schwierig für ein Turnier. Ja, genau so ist es. Ui, der Werkself Und hat hier ein somit hätten massives wir. Problem. Entschuldige, ich muss auf ein bisschen aufs Geschehen, weil ich glaube, die erste Runde wird gleich vorbei sein. Wir haben da ausgetappte Situation und nur ein Iron of Blossoms, was ihm eigentlich nicht viel bringt. Er kann im Gegenzug seinen Fleeceman Lion nächste Runde unzerstörbar machen. Grün
trotz der nicht gerade vor Zerstörungssprüchen. Und ich denke nicht, dass er viel machen kann. Das heißt, wir haben es dann später mit einem 6-6er unzerstörbaren Fleesman Lion zu tun. Und ich glaube, das ist schon fast ein Game Win, also ein Spiel Win in dem Fall für Agreb. Ja, er braucht eigentlich gar nicht nur unzerstörbar machen. Ich schätze mal, reicht schon, wenn einer durchkommt. Ja, genau so ist es. Er hat nämlich im Prinzip nur noch 3 Lebenspunkte übrig. Er hat da einfach die Bordkontrolle total. Ja. Also ein bisschen Pech hier auf Seiten von Werkself. Aber ich glaube, das ja, was mir recht spannend bei Grün ist. Fehlt, ist halt der Ramp. Also das hat nicht so ganz hingehauen. Vielleicht ist es auch nicht auf Ramp aufgebaut. Vielleicht, ja. Er zaubert da nur mehr einen Flash raus. Bringt ihm aber nicht viel. Es ist nur noch eine Reaktion, weil er kann einfach nur noch eine Kreatur blocken. Und in Wirklichkeit hat er zwei Angreifer, also das dürfte klar und deutlich in Sideboarden gehen. Ja. Oder vielleicht ein Heroes Downfall sogar noch auf der Hand. Ja. Von denen er dann ist sowieso Open Door. Genau so ist. Ja, in dem Fall haben wir jetzt eigentlich ein schönes First Play gehabt. Er geht auf Nummer sicher, spielt noch ein Fazis. Hat mit 17 Lebenspunkte kaum Bedrohungen gefunden, wie man sieht. Also geht jetzt auf 15 durch. Nur Land. Ah, das ist natürlich wirklich. Ah, das war so richtig Land Fluid. Ja, in dem Fall, ich würde sagen, wir lassen die Jungs jetzt mal sideboarden und schwenken lieber zu einem anderen Spiel. Und verlasse ja erstmal hier dieses Game. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Spiel Quest gegen Magic Chandra an. Ist auch schon weit fortgeschritten. Die beiden spielen nämlich beide Jeskefarben und das interessiert mich schon irrsinnig. Ja? Also auch zu deiner Frage vorhin. Wir haben mit Jeskai Tempo Deck zu tun. Das spielt hier Magic of Chandra und Quest spielt hier die Token-Variante von Jeskai. Mit eben der Jeskai Ascendancy, also absolut spannendes Spiel, glaube ich. Man sieht es auch ziemlich ausgeglichen, 12-14 at the moment, also tut hier schon einiges. Aber Magic of Chandra hat irrsinnig viel Land draußen, nämlich genau 7 an der Zahl, wobei es fehlt auch Quest an nichts, nur hat er momentan die weitaus bessere Board-Situation. Und auch noch den Soulfire draußen, ne? Also, und Soulfire Grandmaster draußen. Wäre interessant, wie mein Deck hier abschneidet, meine Kreation. Momentan gibt es ja wieder ein Jeskai Tempo Deck, was auch auf den besser besuchten Turnieren hier in der weiten Welt benutzt wird oder gespielt wird. Aber das spielt alles eben mit Outpost Siege. Ich habe hier mehr die Citadel Siege drin. Ich baue mein Deck ein bisschen anders auf, aber ja, ich denke mal, dass beide Varianten sehr gut funktionieren, ja. Ja, wir sehen, dass Magic of Chandra jetzt wieder einen Kartenvorteil hat, ein bisschen, aber auf 3 Karten herunten. Ja, er hat jetzt, glaube ich, Thresher Cruise gespielt, oder? Hat. Ja, Thresher Cruise. Genau. Nach wie vor ein Standard legal. Wird auch noch lange so bleiben, momentan. Rotiert er erst mit der neuen Standardrotation, glaube ich, gegen nächstes Jahr September raus oder irgendwie so. Müsste ich jetzt nachrechnen. Hab gerade aber keinen Kopf dazu, wenn ich ehrlich bin. Okay, da wird die Siege aktiviert. Ja, die Siege aktiviert sich immer. Er hat sicher, genau, er hat sicher Kane im Prinzip aktiviert. Schauen wir mal, was er aktiviert hat. Aber dürfte wahrscheinlich ein Kane sein. Ja, klar. Also er exilt immer zu seinem Versorgungssegment die oberste Karte und kann sie bis zu Ende der Runde spielen. Das heißt, er hat ständig Kartenvorteile in Wirklichkeit. Auch wenn man es nicht braucht, weil wenn es ein Land ist, kann man es ja genauso spielen. Darf man nicht vergessen. Okay, er greift einfach an, ohne was zu machen. Hat auch 5 Karten auf der Hand. Er will ein Spell.
Ich weiß gar Ich nicht, was glaube er jetzt nicht. exiliert hat, wenn ich ehrlich bin, weiß ich es gerade gar nicht. Aber hätte man das gesehen. Ja. Ist spannend, aber wird wahrscheinlich die Runde für Quest sein in dem Fall. Ich glaube, die 7 Lebenspunkte, die tun schon weh. Und er dürfte ziemlich leinflutet sein im Moment. 3, 6, 9 Länder. Oh, das ist schon eine Menge, gell? Schon ordentlich. Ja, das kann aber spielen. Okay. Gehen wir Ja. davon aus, dass er wahrscheinlich den Grandmaster wegschießt. Aha, er countert. Er Oh. countert. Und das tut mal wirklich scheiß weh. Auf wen hätte er ihn gezielt? Also direkt auf Chandra selbst, okay. Und er countert den Stoke the Flames. Ja, wobei, wenn man sich bedenkt, wenn er keine Kreatur legt, Magic of Chandra, wird es richtig eng werden, sage ich jetzt mal. Dann schießt er halt nochmal 2 und kriegt erst recht wieder 2 Lebenspunkte dazu. Ja, das ist das Fiese, gell, von Grandmaster mit seinem Lifelink und alles Instance oder Sorcery kriegen auch Lifelink, der hat schon in sich. Ja, der hat's in sich. Ich spiele zweimal in meinem Main Deck. Und ich mag den jungen Mann. Der taugt mir. So, was exil da? Seeker of the Way. Wird jetzt nicht unbedingt erforderlich sein. Er hat keine einzige Kreatur draußen. Das heißt, wir reden hier im Prinzip von 5 Damage, was eigentlich Matchwin ist. Sag immer Matchwin, Gamewin. Außer er schießt noch einen weg. Gut, wir schließen das Spiel. Erste Runde ging hier an Quest. Sehr, sehr flott eigentlich unterwegs gewesen, war noch ziemlich ausgeglichen und auf einmal war es vorbei. Schade, dass wir nicht von Anfang an dabei sein haben können. Aber ich würde sagen, damit wir jedem ein bisschen gleich die Zeit widmen, haben wir hier noch einen dritten Tisch. Und zwar haben wir eigentlich noch MacLife und Rückenarzt offen, oder? Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Sind die gerade am Sideboarden? Nein, sind gerade am Duellieren. Rückenarzt hat erstmal Vorteil. Die erste Runde ging an Rückenarzt. Schauen wir erstmal rein hier. Guck mal, wie Ui, sich und ist das schon weit anreiht. fortgeschritten. Sehr, sehr spannend. Eine Genesis Reader liegt schon draußen. Ein Temur Sabertooth. Fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Nyctos. Dann wäre die Combo fast da, ja. Oder sie ist dann da, besser gesagt. Hier spielen wir die Temur Combo einfach gegen. Oh, das tut weh. Ah, schau an, schau an. Gegen Abzan Agro wirklich ein spannendes Matchup. Gefällt mir irrsinnig gut. Und ich muss auch wirklich sagen, danke Jungs, dass ihr wirklich so richtig klasse Deck spielt. Und nicht ihr auf Control, Abzan Control oder UB Control gebaut habt. Denn das wäre Genau, auch zu kommentieren irrsinnig langweilig. Ja. ja, die Vielfalt ist ja sehr interessant. Ja. Ja, Also klar, wir bis jetzt haben spielen wir nur. 2 Abzan Agro, oder? Ja, genau, richtig. Eine Temur-Combo. Ja, was ihr jetzt bis jetzt gesehen habt. Genau, dann du hast Mono-Rot gespielt. Genau. Dann haben wir 2, 3, 4. Dann haben wir nur im Prinzip. Nach, dass uns einfällt, Jeskai Ja, Tempo. Mono Green. Mono-Grün haben wir auch noch, genau. Und dann haben wir noch als letztes eben Jeskai Token. Genau, und der Henry 14 KG, was hat der für Deck gespielt? Der ist ja momentan mit dem 5 Color, Flyers. genau, stimmt, er hat den Sunflyer gespielt. Ah. Henry,
Morgen kommt Soulfly als Deckcheck auf unsere Homepage drauf, also auf unserem YouTube-Channel. Da kannst dich schon freuen, was du da alles sehen wirst. Also ich bin gespannt, wie dein Deck aufgebaut ist im Vergleich zu unserem. Kannst du dann einmal einen Kommentar dazu posten. Sonst korrigieren wir es nur. Na, Scherz beiseite. So, was haben wir da? Oh, Rückenarzt gerettet, glaube ich, ein bisschen unter Druck. Ja, das tut jetzt auch weh. Also jetzt hat er wirklich, wirklich die Nase vorn im Moment. Untap. Ja, das ist... Vor allem, schau, wir haben die Karametas Acolyt, der eben Mana generiert nach seinem Devotion. Das heißt, wir haben hier 2, 4, 5, 6 Devotion. Das ist wie ein Megaland, wie ein Nyktos im Endeffekt. Ja. Er könnte im Prinzip eine andere Kreatur, die er kontrolliert, zurück auf die Hand bringen. Ja. Dann kriegt nämlich der Saber-Tiger eben Unzerstörbarkeit. Ja. Ja, klar. Also wie gesagt, ich bin echt gespannt, ob sich Rückenarzt hier nochmal vielleicht das Match nochmal drehen kann, aber so wie es momentan ausschaut, wird's verdammt eng. Also. Ja, wobei. Ich bin jetzt der Meinung fast. Er muss meinen Seedtrainer blocken, er muss fast blocken. Oder? Blockt er nicht? Ja, er blockt natürlich, eh klar. Ja, er muss, weil sonst ist das Match ziemlich schnell vorbei. Ja, Seedtrainer ist natürlich schon massiv, gell? Also der ist schon extrem. Aber es war natürlich Singing Bell Strike. Einmal habe ich das ja auch bei unseren Thema Combo ist wirklich hart. Ja. Wobei man, ich habe sogar mit meinem Jeskai Tempo beim letzten Friday Night Magic gespielt gegen die Thema Combo. Wenn man in etwa weiß, wie es tickt und du passend ziehst, muss man auch dazu sagen, dann hebelst du das Deck irrsinnig aus. Da haben wir den zweiten Siege. Ja, das tut. Könnte das Spiel nochmal an sich reißen, gell? Ja. Es könnte so den Anschein haben, wie wenn es nochmal kippen würde. Ja, wir dürfen nicht ganz vergessen, der Rückenarzt hat mit 17 Leben nur ein gutes Polsterchen. Das stimmt allerdings. Und er hat Ding verdammt fette Leben. Blocker. Und er hat nur 4 Handkarten. Ja. Natürlich, für Heroes Downfall, ja, hat er genügend Mana da, dass er vielleicht der Kreatur so wegschießt noch. Warte, lass mich mal nachrechnen. Er kann nicht einmal, er kriegt, das wird saugnapp. Ja, wenn er mit die Voyaging Satyr blockt, ja, wir reden ja von Seedtrainer, der Trample hat, also der kommt so durch. Und ich glaube kaum, ja, er müsste fast ein Thema Sabertooth opfern mit einem Voyaging Satyr. Im Prinzip, damit er hier damit er hier einen Seedtrainer wegbringt, verliert aber 2 Karten dadurch oder 2 Kreaturen. So ist es. Wie ist denn das erste Match ausgegangen? Ich glaube 1-0 für Rückenarzt. Ja, oder? Genau, das könnte hier wirklich Matchwin sein in dem Fall. Das könnte wirklich Matchwin sein. Ja, das ist blöd, wenn man kein Doppelschwarz auf der Hand hat und einen Haufen Removal. Ja, irrsinnig. Das habe ich, bei welchem Match habe ich das gehabt bei dir? Ich glaube gegen... okay. Weiß es nicht mehr. Ah, bei Tiny Leaders, glaube ich, war das. So, Rückenarzt hat da 2-0 gewonnen. Also, Rückenarzt hat schon gewonnen. Super Match, muss ich wirklich sagen. Wirklich super Match. Ja, aber okay. Da am Anfang eher dann anders aus als im zweiten Spiel am Anfang. Ja, das stimmt, ja.
Gut, dann schauten wir im Prinzip zu, welcher Table ist noch offen? Tisch 1 und Tisch 3. So. Wir haben. Ich gucke gerade. Quest und Magic Chandra, da gehen wir jetzt rein. Ja. Da ist jetzt ja die erste. Nein, das haben wir ja schon angeschaut. So, wo ist er? Der dritte. Man findet die teilweise so schwer. Da muss man mal anschauen, dass ich selber einen Server starten kann. Weil die anderen sind, glaube ich, schon fertig. Nein, eben, wir sind ja schon fertig. Ja. Also, wir werden einfach das Match, Quest gegen Magic auf Chandra schauen, ob es hier ein Match winnen wird. Das wird kein Match winnen. Das wird Game 3 werden, ja. Spannende Geschichte. Du, Marco, ich muss dich leider jetzt einmal kurz allein lassen. Ich habe meine Kinder noch zum Bett zu bringen. Ich hoffe, ihr seid meine Best. Bin gleich wieder da. Ich mache einmal nur die Vaterrolle fertig. Ja. Ich klinge betonmäßig aus und viel Spaß beim Weiterzuschauen dabei. Mal. Ja, klar. So. Schauen wir mal, wie es mit Mikrofon ausgeht. User left your channel. Ja, dann wärst du so gewonnen. Bei Chandra? Ja. Wahrscheinlich der andere, oder? Schon. Nein, Quest. Ja, genau. Aber Chandra hat 28 Leben. Ja, ist ein bisschen heftig. Wahrscheinlich ein bisschen. Weg, genau, Seeker of the Way. Aber ein heftiges, heftiges Spiel eigentlich. Aber 28 Leben, wenn man nichts rauskriegt, ist dann ziemlich schnell weg. Ja, dann bringt es gar nichts. So ist es. Ich habe gerade gegen den Deck gespielt, der hatte lauter Mana-Elfen und Karyatyden und hat dann halt mit dem ganzen Mana so Polokranus und sowas gespielt. Ja. War ziemlich heftig. Schauen wir mal, der weitere Ebene. Oh, der Goblin Rebel Master. Oh, ein Rebel Master. Der bringt einiges. Das ist halt die Frage. Ein Lightning Strike und er ist weg. Mal gucken, wie das ausgeht. Es ist ja so ein bisschen das Miro-Match, wobei das die Decks unterschiedlich sind. Deine spielt eher mehr auf Token. Ja, klar. Das hat jetzt auch nicht gelohnt. Wir haben beide noch relativ viele Handkarten. Oh, und drei Goblins noch. Gut. Und der kriegt, der Seeker kriegt, Bravour. Und Leben. 3-3, das hast du. Wir kriegen die Geräusche weg. Welche Geräusche? Deine Hintergrundgeräusche? Wenn die angreifen und so. Da kommen immer so laute Geräusche bei mir. Gibt's da keine Einstellungen bei. Müsste eigentlich schon bei den Einstellungen sein. Ah, warte, ich weiß nicht. Bei den Sounds. Ich muss, glaube ich, kurz disconnecten, weil da kann man was einstellen am Anfang. Ist ja nicht so schlimm, oder wenn ich den Server kurz verlasse? Nein, ist nicht schlimm. Kann ich machen. Ja, genau, hier jetzt Einstellungen. Sounds. Game Sounds weg. Oh, zweiter Goblin Rebel Master. Das wird jetzt interessant, aber die Sache ist das, dass jetzt natürlich der Goblin Rebel Master natürlich angreifbar muss. Ja, das stimmt, ja. Aber er ist trotzdem stark. Ja, er wird extrem stark, aber der kriegt nur vorne einen Angriff. Ja, also, aber er wird halt schnell getötet, also ich würde jetzt mit den ganzen Token blocken. Wenn er schlau ist, tot blocken. Genau. Wenn er schlau ist, blockt er wirklich den Rebel Master tot. Ja, das muss er, weil die Token sind ja nicht wert. Im Vergleich zum Rebel Master. Ja, macht er auch. Ja, aber dadurch verliert er wieder einiges an Kreaturen. Ja, aber die Rebel Master kostet der Stelle. Oder? War da nicht schon eine Elspeth draußen wegen den Soldaten?
Wahrscheinlich schon. Nein, ich glaube. Warte mal. Wie hat er sie denn bekommen? Zweimal Raise the Alarm. Gibt es einen Standard? Wahrscheinlich. Ja, ja. Ist M15. Ah, okay. Ja, okay. Wahrscheinlich deswegen. Oder es gibt ja auch diesen Heroic 1-1 in Rot. Immer wenn der getriggert wird, kriegt man 1-1 Soldatenspielstellen. Ja, den, was ich in meinem Mono Red gespielt habe. Der Crusader. Ja, genau, du hattest den, genau, ja. Ja, genau. Aber das sind dann halt rote Soldaten. Aber wieso hast du eigentlich beim allerersten Spiel, wo du diesen Heroic draußen hattest, plus 1-1 Marke, wenn du ihn triggerst? Hm? Du hast halt, ich hab da mit Sword Thieves gesehen, dass du zweimal diesen 3+1 Cry 1 oder so hast. Titan, ne? Strange Shop, ja. Genau. Wieso hast du das nicht auf den gemacht, weil ich hatte gar keine Kreatur draußen? Das hat einen Grund. Titan Strange kalt immer aus Block- oder Angriff-Effekt, dass meiner überlebt meistens. Ja, klar, aber wenn du Deck spielst, ist es ja eigentlich eher aggro. Ja, ja, klar. Ich hätte drauf pushen können und hätte der mir Schaden austeilen können. Genau, ja. Ich glaube, der hätte sogar im zweiten Zug dann zweimal schießen können und dann. Nur die Sache ist die, dass dadurch relativ schnell deine Sachen verpulverst und so weniger Handkarten hast, genau, ja, umso leichter tut sich der Gegner. Klar, das stimmt. Es ist verdammt schwierig. Man kann alles riskieren und alles auf Agro reinpulvern. Ja. Aber ich hab die Erfahrung, dass. Du kannst ja nicht in die Zukunft schauen, du weißt ja nicht, was der Gegner hat und ob es dir jetzt was gebracht hat oder nicht. Nur die Sache ist halt die, wenn ich halt dir schneller Schaden ausmache und er legt einmal einen 4-4er hin und ich kann den nicht wegbringen mit Mono Red, tue ich mir mit einem Titan Strange leichter, wenn du angreifst, dass ich mit dem Totblock. Ja, klar. So, White Slash. Oh. Okay, beide Goblin Rebel Masters sind schon weg. Das schaut irrsinnig stark von Quest aus. Bei 4-5 Tokens, Say of the Week. Oh, da. Ich glaube. Magic of Chandra geht auch, glaube ich, ein bisschen das Mana ab, was mir so vorkommt. Ja, aber eigentlich müsste er immer 1 ziehen. Wenn wir mal anschauen, Wrist hat 3, 4, 5, 6, 7. Ja, krass. Chandra hat 3. Das ist. Aber. Gerade für Jessica. Also irgendwas muss er ja noch haben. Guck, jetzt kommt wieder ein Rebel Master. 3 Stück. Oh mein Gott. Er scheint gerade gute Handkarten zu haben. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Mana abgeht. Das ist natürlich bitter. Stoke the Flames, ja, das war's wohl. Also wie viele Runden spielen wir eigentlich? 4 oder 3? 4, müssen jetzt noch 2. Ah, okay. Der wird immer abgeschossen, der Rebel Master. Ja, das ist so bitter. Ja, aber der Adolf geht ja nicht, der muss weg. Ja. Das ist halt der Riesenvorteil halt, wenn ich so viel Mana hab gegenüber dem Gegner. Und ich glaube, dass da eindeutig ein richtiges Mana-Problem ist. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gemacht hätte mit dem Stoke the Flames, weil er kann durch die Tokens den immer totblocken. Also falls er angreift. Wenn nicht, dann würde ich ihn natürlich auch töten. Naja, bei 19 Leben würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. So, ich bin jetzt wieder da. Ah ja, okay. Gut. Wie schauen wir aus? Dritte Runde, oder? Nein, das ist immer nur die gleiche. Ah, ich meine, das dritte Game, habe ich gemeint, ja. Ja, von unserer, ja. Okay, wie schauen wir aus? Okay, da habe ich schon mal ein bisschen... Bordüberflug. Also Magic of Chandra hat 3 Rebel Master verloren. Durch. Und einmal Stoke the Flame, totblocken. Und den dritten weiß ich jetzt nicht, wie der jetzt gestorben ist, nochmal schnell.
Das tut natürlich weh. Ja. Er hat natürlich jetzt nichts Problem, glaube ich, mit Mana momentan. Mhm. Das sieht man drei Länder und kann nicht einmal wirklich. Er spielt, glaube ich, einen Mantis Rider, kann er theoretisch nicht einmal sprechen. Hat er vielleicht sogar auf der Hand. Ja. Aber zumindest spannende Runde 3, also Spiel 3 hier. Die anderen gingen, glaube ich, alle 2-0 aus, oder? Habe ich das so richtig mitgekriegt? Und ging dann auch relativ flott, muss man auch sagen. Ja. Schaut wirklich schlecht aus hier für Magic of Chandra. Ich würde sagen, Marco, wir schauen einmal zu den zwei oben zum Tisch, was die so reden, falls was reden. Und werden einmal noch kurz schauen, wie es einer da dabei geht. Ja. So, nicht wundern, wir sind bei euch und live auf Sendung. Da ist momentan still. Ich glaube, da konzentrieren still. Sie. Ja, ich glaube, Magic of Chandra hat gerade vor kurzem was geredet. Ja. Hat ein Seeker on your off the way. Weiser. Macht Sinn, ja. Bisschen Landproblem gehabt, hä? Yep. Aber sehr spannend, ja. Super, super Game 2. User joined your channel. Mach ich, Marco. Ich kann irgendwie keine nicht anstiften. Achso, ja, mach nichts. User joined your channel. Gut. Ich schiebe euch wieder rauf. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Solche Match-Liebeste, ja. Jeder Anzug hier zählt. Naja. Ah, mal ob sie fetchen. Leben im Gegen. Aber wieder 14 zu 18. Es ist nur alles drinnen, das muss man auch dazu sagen. Also wirklich spannende Runde 3 da. User left your channel. Wir werden auch nicht zu lang bei Ihnen am Tisch da sein, weil das lenkt vom Spielen ab, wenn wir da nebenbei reden. Wir wollten nur generell mal schauen, wie sie die, User ob sie sich schon schlagen channel. Gegenseitig, verbal zumindest, ja. Ist aber nicht der Fall. Ich glaube, jeder von den beiden ist User relativ ruhig. Na, sag mal, Quest, hast du die Jacuzzi hier gebunkert oder was? Alles gequestet hier. Ja, genau. Schon wieder Kartenvorteil. Geht ja gar nicht. Aber super, dass doch noch ein Spieler mehr gefunden worden ist durch Quest. Freut mich. Ich hoffe, du schaust da einmal auf unseren Channel vorbei und wirst beim nächsten Mal auch live dabei sein. Gut, ich vertschüss mir wieder von dem Tisch und lass euch einmal in Ruhe fertig spielen, gell? Channel switched. So, gut. Ah, okay. Wir lassen die Jungs wieder unten in Ruhe weiterspielen. Ich glaube, das nervt uns, wenn da ständig wer redet nebenbei. Man sollte relativ ruhig bleiben bei so einem Spiel. Und ja, wir verfolgen das Ganze jetzt nochmal da weiter. Er hat es eigentlich jetzt wieder ein bisschen stabilisieren können, wie ich das sehe, Magic of Chandra. Jetzt kommt es jetzt nur darauf an, durch zweimal Treasure Cruise, glaube ich, was mittlerweile gespielt worden ist, auf Seiten von Quest. Hat, na, oder dreimal Treasure Cruise eigentlich schon, hat er irrsinnig viel Kartenvorteil geschafft. Aber. Das Deck for Time ist auch nicht schlecht jetzt. Na, es sind beide Decks eigentlich irrsinnig gut. Und mir gefällt ja die Jessica-Konstellation irsinnig. Ich glaube, Marco kann auch Liedchen davor singen. Das kann aber teilweise. Kein Gutes. Na, aber das kann teilweise wirklich gegen Midgame doch nur die Spiele drehen. Also, wenn man richtig zieht, muss man auch dazu sagen. Ja, das ist ziemlich interessant. Also ich finde die Matches alle, was ich jetzt gesehen habe, die erste Runde habe ich ja nicht gesehen, weil ich selber gespielt habe, aber die Runde sind irrsinnig interessant, weil ich bei vielen Matches jetzt glaubt, dass derjenige verliert und es ist trotzdem noch gedreht worden. Ja, das war jetzt gerade bei McLife so. War langweilig, der hat mich einfach überrannt. Ja, genau. Ja. Bei McLife war das extrem zu sehen, da dachten wir eigentlich schon. Jetzt hat er's. Es ist, ja. Aber der erste Citrino hat schon
die ersten, das war schon so der erste Hieb in die Niere. Und mit dem zweiten Siege Reno, glaube ich, das war ja die Situation, oder, McLeif? Ja, was? Ja, das ist ja Drewing, der 2 hatte mir alle Kreaturen weggenommen, um meinen Sabertooth zu schützen. Und dann hätte ich mit ihm blocken können, er hätte aber trotzdem 5 Schaden durchgekriegt. Ja, genau so ist es. Ja. Durch Trample ist es halt einfach, ach, scheiße, ja. Nein, das haben wir eher kommentiert so. In Wirklichkeit hättest du 2 Kreaturen opfern müssen für einen Siege Reno und hättest natürlich Board-Situation total verloren, ja. Also, ganz klare Sache, der Siege Reno war da wirklich Matchwinner im Endeffekt. Und das macht ihm auch so gut. Bleibt noch abzuwarten mit Dragons to Takir. McLeif übrigens, das war ja dein Kommentar, du hast recht. Da war natürlich eine super Geschichte, wenn man blau spielt. Du hättest ja blau gespielt. Wenn du jetzt diese Mockery, wie heißt es jetzt nochmal genau, auf den Siege Reno gespielt hättest, war es natürlich super gewesen, weil du hättest ihm jedes Mal 3 Lebenspunkte genommen, dir 3 Lebenspunkte generiert und automatisch immer wieder einen Token kriegt zum Blocken und somit eigentlich nie einen Schaden kassiert. Ja? Du weißt, ja, was ich meine, oder? Ja, das wäre schön gewesen. Ja, das wäre schön gewesen. Nur leider eine Woche noch. Ich glaube, heute läuft Mitternacht Pre-Release. Ich kann leider nicht teilnehmen, weil wir für euch da dieses Turnier machen. Bei uns war nämlich Mitternachts Pre-Release. Aber ich glaube, ab nächster Woche, oder glaube ich, war das Datum 23. haben wir die neuen Karten und ich hoffe, dass sich da einiges im Standard da wird. Diese volle Fälle. Ich bin ja ein Red Akku, da geht echt viel, wenn man das Edition. Ja. Also, Schwerpunkt, glaube ich, ist mit dem neuen Set echt wirklich Control, Agro. Und ich glaube, bis Midrange kriegt auch ein bisschen Unterstützung noch. Ja, Midrange ist aber eigentlich... Ich finde die Drachen ein bisschen schade, also das ist nicht so viel, finde ich. Naja, die Drachen sind halt, ja, es sind... Ja, man kann sicherlich interessante Texte mitbauen, aber wir werden sehen. Ui, die Jeskai-Sendenze kommt. Aber Board stabilisiert. 14-14 wieder. Spannendes Match, muss ich wirklich sagen. Das kann schon was. Das ist wirklich ein richtig spannendes Match. Ja, und richtig. Der ist natürlich verdammt gut. Der ist irrsinnig gut gegen das Matchup. Das muss man wirklich sagen. Und der muss unbedingt gehandelt werden. Jede Lebenspunkte verringert die Chance im Prinzip für ein Matchwinner. Und momentan könnte man jetzt sagen, wer wirklich die Nasen vorn hat. Ich meine, momentan, wie es jetzt ist, eindeutig trotzdem Quest. Aber schauen wir mal, was er noch auf der Hand hat, Match auf Chandra. Ja, aber Chandra hält sich ganz gut für einen Sieg. Ja, Wahnsinn. Total, ich habe schon einen verlorenen Posten gesehen. Für das, dass eigentlich landmäßig nicht gut gerannt ist am Anfang. Also, es stimmt. Also vorher das Match, wo du weg warst, also er hat nicht gut ausgeschaut, der nein. Magic of Chandra. Dadurch, dass er so schnell hintereinander 3 Rebel Master verloren hat. Ja. Also das war vorher eine extreme Control-Situation von Quest. Also egal, was Magic of Chandra gemacht hat, er hat auf alles eine Antwort gehabt momentan. Mhm. Und mit, wie gesagt, mit zunehmendem Mana sieht man auf einmal, dass Chandra an Stärke gewinnt. Ja, der Mann, das war das Gold wert. Der ist ja Wahnsinn. Der hat mir gegen Temur Combo irrsinnig viel geholfen. Der ist einfach der Hammer. Aber in der zukünftigen Edition müssen wir eigentlich warten, wie stark eigentlich fliegende Kreaturen wirklich nur werden. Weil natürlich zum Beispiel Grün viele Funktionen hat, oder was ich jetzt gesehen habe, Funktionen hat, wo er Fliegende blocken kann. Und ja, da bin ich echt gespannt, wie das Ganze wird. Ja, die neue Edition wird sowieso einiges verändern. Übrigens alles gespoilert mittlerweile. Alle Karten sind gespoilert. Also viel Spaß echt? Beim Reinlesen. Alle Karten. Echt? Ja. Okay. Gibt es jetzt auch eine neue Chandra oder war das nur ein Gerücht? Nein, ich habe es leider zeitlich noch nicht geschafft, alles durchzuschauen. Ich glaub nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay. Die Chandra kommt auch in Origin. Okay, die kommt in Origin. Okay. Ja, da kommen so einige Flip-Planeswalker. Ja, oder der Sarkhan, die sind so krass gut, diese Dinger.
Das stimmt, ja. Ah, da gibt's schon ein paar nette Sachen wieder. Also jetzt sieht's schlecht aus, der Quest. Jawohl, zweimal Mantis Rider. Das. Jetzt fehlt nur ein Anger of the Gods. Vielleicht hat er eine Seite gebordet. Wir räumen das Board komplett leer. Ja, das wäre jetzt natürlich so richtig geil. Das wäre zum Heulen. Aber ohne Wachsamkeit wäre das jetzt auch schlecht. Also jetzt wird's eng. Jetzt wird's wirklich eng. Ach du Scheiße. Nächste Runde, er muss was machen. Er braucht einen Strike, warum ich immer bolten will, aber gut, vielleicht möchte ich endlich in Modern einsteigen, wer weiß. Weil er immer vom Lightning Bolt dreht, gell, Marco? Ja, das ist eigentlich der Unterbewusstsein, das was eigentlich so nach Modern schreibt. Ja, genau, wahrscheinlich ist das so. Ja, seit einem Jahr sind wir nämlich wieder vor dem Geschehen, was Standard anbelangt, und ich muss sagen, ist trotzdem sehr, sehr interessantes Format momentan. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja, der Wild Slash hilft ihm nur eigentlich eine Runde drüber zu schauen, weil er ja zwei Lebenspunkte kriegt durch den Soulfire Grandmaster. Außer er taggt jetzt mit dem Soulfire Grandmaster. Das weiß ich nicht, ne? Wenn er jetzt noch irgendein Spell hat, kriegt er der Soulfire 4. Dann kommt schon wieder sehr, sehr spannend werden. Oder aber er holt sich eigentlich ein Spell zurück. Academy ist auch gut. Er hätte jetzt eigentlich einen Mantis Rider kicken können. 1, 2, 3, 4. Ich weiß jetzt nicht, was er zuerst gespielt hat. Aber ja, das hätte quasi ausgegangen. Er hätte diesen Wild Slash spielen können, ihn zurückholen auf die Hand und nur mehr spielen und hätte einen Mantis Rider weggekriegt. Und hätte dadurch eigentlich einen Soulfire Grandmaster zweimal triggern können und hätte somit 5 Lebenspunkte generiert. Und hätte vielleicht. Und das war's mit Chandra. Ja. Das war es wirklich. Ja. Das war jetzt so gut gespielt, ja. Er hat 7 Kreaturen, mit denen er angreifen kann. Ja. 2 kann er blocken. Wenn er geblockt, dann sind 5 mal 2 sind 10 Schaden. Ja. Ist ja genial. Ja. Das war jetzt aber wirklich ein sehr geniales Match. Also Quest hat sich schon angemeldet für die nächste, fürs zweite Miracle Keepers Turnier, das was wir mit Sicherheit wieder mal starten werden. Ja. Mach ich auch. Und noch ein Wild Slash. weil es eh vorbei ist, jetzt kann man auch die ganzen Karten raushauen, aber ich muss sagen, echt ein geiles Match. Also das hat sie zweimal gedreht. Richtig geil, ja. Also ich hab mir jetzt eigentlich gedacht, Monastery Mentor. Er gewinnt jetzt, ja. Ich hab mir jetzt echt gedacht, gewinnt. Ich krieg eine Landverzauberung. Ja. Achso, für Grün, oder? Nicht gleich. Ja, für Grün. Ja, das was zwei Mana edit, oder? Meinst du, oder? Für 3 Mana, ein grünes, ja, 2 beliebige, oder? Ja, für 2 Mana, genau. Ja, geile Sache, ich weiß. Scheiß Ramp, ich hasse Grün. Aber das habt sicher schon ein paar Mal gehört, ja. Deswegen, also mein neues Deckmotto wird sein, Anti-Grün, alles andere ist wurscht, darf ich alles gewinnen, nur Grün nicht. Ich wünsche mir gerade einen Anti-Ramp oder irgend sowas. Ja, okay. Ja, genau, der Gegner kann nicht mehr Ramp. Stream rein, ne? Weil ich finde den Stream. Super Match hier, also wirklich super Match. Leider ging hier Match Chandra leer aus, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Gut, in dem Fall, Jungs, ich blende jetzt wieder die Standings ein und trage einfach live gleich die Results hier direkt ein. Wir haben hier jetzt das letzte Spiel angeschaut, Match Chandra gegen Quest. Hier hat Quest gewonnen 2-1 mit einem wirklich richtig geiles Game. Nächste Runde eh noch jeder dabei. Weil sonst muss ich es jetzt eingeben, dass Hannah droppt. Ja. Der Livestream ist nicht mehr da. Also ich finde ihn nicht. Aber ich bin live im Endeffekt. Doch, der Livestream ist nur zu verzögert bei mir gerade. Okay, nein, ich bin ganz normal auf Livestream, also sonst hätte ich gleich die Fehlermeldung.
Okay. Gut. Okay. Es läuft da der Chat noch ganz normal. Denke mal. Ich teste einmal. So, gut, also alle dabei noch in der nächsten Runde? Ja. Ja. Super. Gut, dann haben wir zweite Table hat gehabt, Rückenarzt gegen McLife, das ging an Rückenarzt hier mit ja, 2-0, oder? Ja. Tut weh, gell? Oh ja. Henry hatte ja hier einen Freilos im Endeffekt und dann haben wir hier als nächstes Agrib gegen der Werkself, da kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ich glaube Agrib hat gewonnen, oder? Agrib, also ja. Ja, genau, 2-0. Waren recht schnelle Matches. Aber trotzdem alle sehr, sehr spannend. Auch zum Mitkommentieren wirklich klasse Situationen. Auch super gespielt, Beilbleit. An die Situation kann ich mich noch erinnern. Richtig gezündet. Ja. ich glaube, das war ja der Werkself nicht geschaut, dass zwei schwarze Mana generiert werden können, aber halt auch Pech, dass ein Beilbleit auf der Hand ist und somit einfach super. Ja. Ich hab's auch super gefunden, er entschuldigt sich für sein Beilbleit, wird auch live so drinnen sein. War einfach gut. Gut, Jungs, ihr braucht sicher, macht's eine Pause oder nicht, ihr entscheidet, ja? Mir ist gleich. Keine. Nee, 2 Minuten, okay. Dann macht's kurz 2 Minuten Pause. Sollte jeder ein Glas Wasser hin oder wie auch immer, oder Bier oder was er immer braucht. Wir haben ja immer in Freitagnacht. Und nach der kurzen Pause, das heißt, es ist nur Quest ist glaube ich auf Pause, 2 Minuten. Genau. Gut, ich schalte nur kurz den Pausebildschirm ein und schalte mein Mikro kurz ab und hol mir nur ein Glas was zum Trinken.